Warum waren in der Harry Potter Welt nicht alle Zauberer einfach reich? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns mit einer der größten Fragen der Zaubererwelt beschäftigen. Warum waren nicht alle Zauberer reich? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, wie die Wirtschaft der Zaubererwelt funktioniert. So wie die Muggelwelt hat die Zaubererwelt ihre eigenen Währungen und Märkte. Die britische Zauberergemeinschaft nutzt Galeonen. Sie sind die größte Geldeinheit des britischen Zauberergeldes. Sie sind eindrucksvolle, große goldene Münzen mit Seriennummern rund um ihren Rand. Die Ziffern zeigen ihr Herstellungsdatum und die ID-Nummern des herstellenden Kobolds an. In anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in den USA, nutzen die Zauberer die Draggots als Währung. In der Zaubererwelt gibt es wie auch in der Muggelwelt viele Geschäfte und Märkte, die sich auf die Bedürfnisse der Zauberer spezialisiert haben. Es gibt Zauberstäbe, Besen, Zaubertränke, magische Bücher und vieles mehr. Viele der reichsten Zauberer haben ihr Vermögen durch den Handel mit magischen Gegenständen und Zutaten gemacht. Kommen wir nun einmal zu den verschiedenen Klassen in der Zaubererwelt. Ähnlich wie in der Muggelwelt gibt es auch in der Zaubererwelt unterschiedliche Wirtschaftsklassen. Es gibt reiche Zauberer, die in prächtigen Villen leben und ihr Geld für luxuriöse Dinge ausgeben können. Und dann gibt es die ärmeren Zauberer, die in bescheideneren Häusern oder sogar in Zelten leben und sich nur das Nötigste leisten können. Eine der wichtigsten Faktoren dabei ist die Herkunft. Die reichen Zaubererfamilien haben oft über Generationen hinweg ihr Vermögen aufgebaut und weitergegeben. Sie haben oft Land und Besitz, was sie von ihren Vorfahren geerbt haben. Viele reiche Zauberer haben auch einflussreiche Positionen in der Zauberergemeinschaft inne, wie zum Beispiel im Ministerium für Zauberei. Auf der anderen Seite gibt es Zauberer, die in armen Verhältnissen aufgewachsen sind und oft in untergeordneten Positionen arbeiten müssen. Diese Zauberer haben oft nicht die gleichen Möglichkeiten wie ihre reichen Kollegen und müssen sich mit Jobs wie zum Beispiel Hauselfen oder Bediensteten begnügen. Kommen wir nun zur Ausbildung in der Zaubererwelt. Ein weiterer Faktor im Reichtum ist die Ausbildung. Reiche Zauberer können sich oft die besten Schulen und Lehrer leisten, was ihnen einen Vorsprung verschafft. Sie haben oft bessere Chancen, in höhere Positionen zu kommen und dort zu arbeiten und dadurch auch mehr Geld zu verdienen. Die ärmeren Zauberer haben oft nicht die gleichen Bildungschancen und müssen sich mit schlechteren Schulen und Lehrern begnügen. Dies kann ihre Chancen auf eine erfolgreiche Karriere beeinträchtigen. Und schließlich spielen auch die magischen Fähigkeiten eine Rolle. Einige Zauberer haben einfach mehr Talent als andere. Einige sind begabt in der Zauberkunst, während andere sich auf andere Bereiche spezialisiert haben. Reiche Zauberer haben oft die Möglichkeit, ihre Talente und Fähigkeiten zu verbessern und zu perfektionieren, während ärmere Zauberer diese Möglichkeiten oft nicht haben. Ein weiterer Faktor ist die Wahl des Berufs. In der Zaubererwelt gibt es wie in der Welt der Muggel eine breite Palette an Berufen. Einige Berufe sind jedoch deutlich besser bezahlt als andere. Zum Beispiel verdienen Zauberer, die als Heiler im St. Mungus Krankenhaus arbeiten, in der Regel mehr als Zauberer, die in einer Buchhandlung oder in einer kleinen Zaubertrankfabrik arbeiten. Während einige Berufe wie Auror oder Professor gut bezahlt sind, verdienen andere wie Hauselfenbetreuung oder der Verkauf von Zaubereibedarf weniger. Darüber hinaus gibt es Berufe, die zwar gut bezahlt sind, aber auch gefährlich sein können, wie beispielsweise der Handel mit dunklen Artefakten oder der Schmuggel von Zaubertränken. Diese Berufe sind oft von der Regierung verboten und können zu hohen Strafen führen, wenn man erwischt wird. Ähnlich wie in der Muggelwelt also. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Bildung. Ähnlich wie in der Muggelwelt ist eine gute Bildung ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Zauberer, die auf die besten Schulen wie Hogwarts gehen und in den magischen Künsten und Fertigkeiten gut ausgebildet sind, haben oft bessere Chancen auf gut bezahlte Jobs und ein höheres Einkommen. Darüber hinaus gibt es auch in der Zaubererwelt soziale Klassen, die das Einkommen beeinflussen können. Die reichsten und einflussreichsten Familien sind oft auch in den höchsten sozialen Klassen angesiedelt und haben dadurch Zugang zu besseren Chancen und Gelegenheiten. Es ist schwieriger für Zauberer aus weniger privilegierten Familien erfolgreich zu sein, wenn sie nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie ihre wohlhabenderen Kollegen. Ein weiterer Faktor, der zur Armut beitragen kann, ist die Diskriminierung von Muggelgeborenen.
Es gibt viele Vorurteile gegen Zauberern, die nicht in eine magische Familie geboren wurden, und diese Vorurteile können dazu führen, dass sie schlechter bezahlte Jobs bekommen oder gar nicht erst eingestellt werden. In der Tat haben einige reiche Zaubererfamilien wie die Malfoys Vorurteile gegenüber Muggelgeborenen, und das kann durchaus dazu führen, dass diese benachteiligt werden. Ein weiterer Faktor ist die persönliche Einstellung zum Geld und zur Wirtschaft. Einige Zauberer sind eher sparsam und wirtschaftlich, während andere dazu neigen, ihr Geld leichtfertig auszugeben und hohe Schulden anzuhäufen. Dies kann einen großen Einfluss darauf haben, ob ein Zauberer wohlhabend ist oder nicht. Zusammenfassend gibt es also viele Gründe, warum nicht alle Zauberer in der Harry Potter Welt reich sind. Faktoren wie Herkunft, Bildung, Berufswahl, soziale Klassen und persönliche Einstellung zum Geld und zur Wirtschaft können alle eine Rolle spielen. Es ist wichtig zu beachten, dass dies auch in der Muggelwelt der Fall ist und dass Reichtum und Erfolg oft von vielen Faktoren abhängen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage, warum nicht alle Zauberer in der Harry Potter Welt reich sind, eine komplexe Frage ist, die von vielen Faktoren abhängt. Die Herkunft, die Berufswahl und die Diskriminierung sind nur einige davon. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Zauberer unabhängig von seinem Vermögen seinen eigenen Wert hat und dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Lebensunterhalt auf die Art und Weise zu verdienen, die er für die richtige hält. Schließlich ist es auch noch sehr, sehr wichtig zu beachten, dass es wie gesagt sehr, sehr unterschiedliche Berufe in der Zaubererwelt gibt, die unterschiedlich bezahlt werden und je nachdem, ob du selbstständig oder angestellt bist, das auch nochmal einen Unterschied macht. Zauberer, die im Zaubereiministerium arbeiten, haben zum Beispiel ein stabiles Einkommen, während Selbstständige, wie der Besitzer von Ollivanders, je nach Saison variierende Einkommen haben können. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass es in der Zaubererwelt eine große wirtschaftliche Vielfalt gibt und nicht alle Zauberer automatisch reich sind. Es ist interessant zu sehen, wie J.K. Rowling in ihrer Welt verschiedene Klassen von Zauberern geschaffen hat und wie sie in verschiedenen Teilen der Gesellschaft leben. Es ist wie ein kleines Spiegelbild von der realen Welt. Zum Ende hin wollte ich nochmal sagen, dass man sich sein Geld in der Zaubererwelt nicht einfach herauszaubern kann, weil sonst die Wirtschaft ja irgendwann zusammenbrechen würde, weil Geld dann nicht mehr denselben Wert hat. Viel davon spiegelt sich in der heutigen Welt auch wieder. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und vielleicht habt ihr jetzt einen besseren Einblick in die Wirtschaft der Zaubererwelt. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr mehr über die Wirtschaft der Zaubererwelt oder Berufe aus dem Harry Potter-Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Was haltet ihr von dem wirtschaftlichen System der Zaubererwelt? Findet ihr es gut oder eher schlecht? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.